Grüß mit dran, ganz herzlich willkommen zur weiteren Ausgabe der Hockey Week. Heute besprechen wir Themen wie: Was macht der EHC Biel richtig, was macht der HC Lugano falsch und was macht man, wenn man als neuer Trainer eine Mannschaft übernimmt. Das bespreche ich mit Klaus Zog auf der linken Seite, auf dem linken Flügel, und mit dem Thomas Rost, unsere beiden Portal-HD-Hockey-Experten. Einmal vermissen wir noch in dieser Runde der ZSC-Trainer, der Hans Kossmann, der steckt noch im Stau fest. Wir hoffen, dass es rechtzeitig zu uns die Sendung schafft. Also, und die Stars kommen natürlich immer etwas spät. Oder? Wenn wir schon einen Trainer später hoffentlich am Tisch haben. Thomas, warum ist aus dir nie ein Trainer geworden? Das habe ich gefragt. Warum ist aus dir nie ein Trainer geworden? Ehemaliger internationaler im Unihockey, da wäre doch alles parat gewesen, mal ein Trainer zu werden. Ja, also ich staune auch, dass ich das Angebot bekommen habe. Also, das ist das, ich finde das eigentlich völlig unprofessionell, weil ich wäre natürlich ein sensationeller Trainer. Und der Villar oder Stoney haben das Bio auch nicht daran gedacht, nach dem McNamara da. Ja, das der Chefskalt der Bande. Ja, da bin ich schon ein bisschen beleidigt, ja. Ja, das tun wir so weiterleiten. Klaus, ich habe etwas gelesen bei dir und ich weiss auch, dass du das top findest. Du machst immer Top und Flops bei uns bei Zahlungsreport. Also es ein Hall of Fame soll geben für den Schweizer Hockey ab 2020. Der Verband studiert an dieser Idee herum. Das ist eine gute Sache. Wenn man es gut macht, ist es eine gute Sache. Also ich hoffe, es wird auch richtig gemacht und man stellt nicht einfach irgendwie eine schäbige Baubaracke auf während der WM mit ein paar Prospekten drin von den Sponsoren, sondern man macht das richtig, weil entweder macht man Hall of Fame richtig oder man lässt Finger davon. Was heisst richtig? Ein angemessenes Gebäude, ein Museum, Dokumentation vom Schweizer Hockey? Ja. Das ist ja wahrscheinlich in Übersee eine grosse Tradition. Ich finde das eine super Idee oder eine super Idee. Ich finde das super, dass das realisiert wird. Und ich bin jetzt mal positiv denken und gehe davon aus, das wird gut gemacht. Lustig ist, das ist in meinem Hinterkopf umhergeschwirrt, die Idee, dass ich das nach meiner Pensionierung, so eine Hockey Hall of Fame in der Schweiz, probiere zu realisieren. Mhm. Und habe da schon Kontakt geknüpft, jetzt nicht mit Toronto, weil ich habe das Gefühl, das ist eine Nummer zu gross für uns, aber mit der finnischen Hockey Hall of Fame. Und habe dort Informationen mal ein bisschen eingeholt, wie man, auf was man das soll achten, wie sie das gemacht haben. Und ich habe das Gefühl, das ist vielleicht eine gute Benchmark für unsere Hockey Hall of Fame, die in Finnland. Ja, aber wir in der Schweiz, wir sind eines der reichsten Länder der Welt. Die Schweiz steht für Premium, also bei uns sollte es schon eine richtige Hall of Fame geben, in einem richtigen Gebäude, ein bisschen nach dem Vorbild der Nordamerikaner. Absolut. Und ja, auch mit einem Museum. Ja, also sagen das Gebäude, nicht einfach in, in ein bestehendes Hockeystadion rein und noch Raum entdecken. Das ist schäbig. Es muss ein eigenes Gebäude, ein Tempo muss es geben, ein Hockeytempo. Wo auch Chronisten drinnen vorkommen, hat ein ja, in der Hall of Fame. Mir kommt jetzt keiner in Sinn. Aber in Nordamerikaner ist tatsächlich auch Chronisten drin. Ja, ja. Gibt es eine alte Schreibmaschine von dir, Klausen, die du zur Verfügung stellen würdest? Dann würde man wahrscheinlich eher so eine Pappfigur machen. Man könnte fünf lieber runterlassen und Tomaten hinterher schiessen. Also, wir sind gespannt. Ab 2020 ungefähr soll das Ganze kommen. Reden wir über einen Club, wo die Fans sagen, «Ici, c'est bien». Der EHC Biel, wo du Chefscout bist, das Team, darf man Thomas sagen, ist das Team der Stunde? Ja, das darf man sagen. Und das ist doch sehr erfreulich. Auf dem dritten Platz hinter Bern und Zug. Ja, das schmeckt nach Champions League. Der rote Champions League. Eben, wir wissen nicht, ob der Champions League eine Freude, ein Fluch oder ein Segen ist. Du sagst ja immer, Mannschaften, die überperformen und underperformen. Der EHC Biel auf dem dritten Platz. Sie können sicher überperformen und man darf das jetzt auch nicht überbewerten, weil alleine diese Saison zeigt ja, dass am Anfang die ersten 10 gefühlten Spiele oder die ersten 10 Spiele sind gefühlt die 8 oder 9 Siege zustande gekommen. Und mit dem alten Trainer, mit dem gleichen Trainer sind dann weitere 10 Spiele, fast 10 Niederlagen gefolgt. Und darum, das Auf und das Ab, das gehört einfach zu einer langen Saison und im Moment sind wir auf der Erfolgswelle und da muss man jeden Punkt reinziehen, wo man noch kann. Weil die Playoff-Qualifikation ist noch nicht sicher geschafft. Also das muss jetzt zuerst mal noch abgesichert werden. Trotzdem im Moment Friede, Freude, Eierkuchen. Ich höre auch, dass sehr gut trainiert wird, dass sehr gute Stimmung ist, viel Energie vorhanden ist und vor allem haben wir keine verletzten Schlüsselspieler.
Was macht der EHC Biel richtig, Klausel? Eben, auch wenn man überperformt, aber es ist ja nicht Zufall, dass man so Serien herlegt. Was machen Sie in deinen Augen richtig? Ja, ich glaube, sie haben ein Team zusammengestellt, wo sie auch immer ein bisschen darauf geschaut haben, was für Typen die Spieler sind. Nicht nur, was sie als Hockey-Spieler drauf haben, sondern auch, was sie charakterlich haben. Und das zahlt sich sicher auch aus. Und es spielt natürlich auch eine Rolle, dass sie den Trainer gewechselt haben. Ich weiss, du bist nicht der Meinung, dass der Trainer, aber es hat natürlich einen grossen Einfluss, weil Mike McNamara hat immer den Hang zu ellenlängen Theorien. Und jetzt haben sie einen modernen Trainer, jetzt geht es wieder zack, zack. Es hat eine höhere Pace drin in allem. Und das wirkt sich auch aus. Und grundsätzlich hat Biel, du sagst jetzt, sie überperformen. Aber wenn wir die Namen anschauen, dann muss man sagen, wenn man alles richtig macht, kann man gut dritt werden. Mhm. Ja, und in dem Fall muss ich dir sogar recht geben, weil ich sage nicht, dass in jedem Fall ein Trainerwechsel ein falscher Entscheid ist. Ich habe tatsächlich das Gefühl, jetzt in dem Fall von Biel ist es angezeigt gewesen. Und was ich so höre, eben jetzt auch so ein bisschen aus dem inneren Zirkel, dass das der richtige Entscheid gewesen ist. Ja, man kann wahrscheinlich sagen, dass Biel über eine längere Zeitspanne raus quasi untertrainiert war. Also, dass sie Trainer hatten, die zwar Kumpels waren und lustig waren, aber sie haben eigentlich jetzt mit dem Antti Thörmann das erste Mal einen grossen Trainer, der von außen reingekommen ist, nachdem sie vorher eigentlich immer Trainer hatten von innen raus, beziehungsweise der Aufsteiger. Der Unke kannst du nicht rechnen, der war schon mal noch gelohnt dort. Und dann jahrelang der Schläpfer, dann der McNamara. Und jetzt haben sie wirklich einen Trainer, der, wenn er in die Kabine kommt, dann füllt er die Kabine. Aber das zeigt ja auch der Weg, den man ist gegangen, dass man mit einem Hiller, mit einem Forster, dass man eben wieder so einen Schritt hat gemacht hat und sagt, jetzt holen wir zuerst mal aus der Klöse einen grossen Trainer. Das passt ja eigentlich in den Steigerungslauf hinein von den letzten Jahren. Gut, der Steigerungslauf ist eher unlogisch für ein Team wie Biel, weil ein Team wie Biel verliert fast jede Saison die Oder besten, für das Selbstbewusstsein, dass man nicht einfach der Underdog sein will. Und natürlich, also der Forster-Transfer, das war ein Königstransfer für Biel. Für mich aber sicher auch der Jason Fuchs, der super performt und der Haas wirklich sehr gut ersetzt. Dann ist Ruhe seit etwa 24 Monaten fast auf den Ausländerpositionen, wo recht gut, nicht überragend, aber meiner Meinung nach doch recht gut, solid besetzt sind. Und halt nochmal, im Moment oder über lange Zeit auch, sind einfach keine Schlüsselspieler längere Zeit verletzt gewesen. Das ist einfach wahnsinnig wichtig. Da kommen wir dann vielleicht bei Zürich und beim anderen Team auch noch drauf zu. Der Forster hat gesagt, wir brauchen jemanden, der Dampf macht, emotional ist und mit uns mitlebt. Einer wie Antti Thörmann. Jetzt hat man aber immer ein bisschen das Gegenteil gehört von ihm. Dass er nicht der Vulkan ist, der emotionale Ausbrüche hat. Was ist jetzt richtig, Klausel? Wie ist er wirklich? Oh, er hat schon, das ist schon richtig. Der Antti Thörmann ist ein emotionaler Typ, aber er führt im Prinzip von der Rudolf Steiner Schule. Also er ermuntert, er geht mit. Er ist immer einer, der den Spieler Lösungen aufzeigt. Das macht das, oder? Und nicht einer, der im Befehlston noch Baba handelt. Da musst und da musst, oder? Ach, also auch ein bisschen auf Augenhöhe mit dem Spieler. Auf Augenhöche mit nachher dem Spieler. Nach dem Spieler. Und es eben mit Emotionen ermuntert. Das ist natürlich eine Methode, die sich spätestens im zweiten Jahr überkommt ein Probleme, oder? Weil du kannst auf Tour nicht wie eine Rudolf Steiner schon eine Hockeymannschaft führen. Mhm. Aber jetzt in einer Mannschaft, die sehr viele gute Charakterspieler hat, wie Biel, so ein Trainer, das ist jetzt einfach mal anderthalb Jahr, ist das sehr ein guter Trainer. Dann muss man halt wieder wechseln. Ja, also, ich möchte die Aussage von Beat Forster, die ich sehr schätze als Hockeyspieler, aber wirklich ein bisschen kritisieren, weil es ist nie eine Art von einem Trainer, der eine Mannschaft braucht. Weil eine Mannschaft besteht aus 25 Individuen. Und jeder Spieler reagiert wieder anders auf die Art oder auf die andere Art von Trainer. Das ist die Art, die er braucht. Nicht sagen, Biel oder Lugano braucht so einen Trainer. Sondern wenn ein neuer Trainer kommt mit einer neuen Methode, hat es immer Spieler, die plötzlich aufblühen und andere, die in sich zusammenfallen. Ja, wo die Art vielleicht nicht richtig ist. Da muss ich aber schon widersprechen. Es passt nicht jeder Trainertyp zu
jedem Team. Mhm. Also wenn du in Bern, der Lars Leuenberger meint mal, die Ausnahme sein, die die Regel bestätigt, aber ein Team wie Bern braucht einen grossen Trainer mit einem grossen Namen, der bereits, wenn er herkommt, die Kabine füllt. Das ist nicht gesagt. Eben, du hast jetzt das Beispiel gebracht, jetzt haben sie einmal einen, der keinen grossen Namen hatte und das die Kabine Ausnahme. Nicht gefühlt. Wer sagt das? Es hat ein Beispiel gegeben, das hat funktioniert. Und es gibt keine anderen Beispiele, die nicht funktioniert haben, weil sie haben immer einen grossen Trainer gehabt, oder in der Regel haben sie immer einen grossen Trainer. Ja, weil ein grosses Team einfach... Aber das ist eine These, die nicht bestätigt ja, ist. Also du siehst in Lugano, da sind kleine Trainer und kommen nie hin. Also. Über Lugano wollen wir auch noch reden. Du sagst, Playoff-Qualifikation ist noch nicht sichergestellt bei Biel. Jetzt ist man in der Spitzengruppe vorne mit dabei. Wenn man die Playoff schafft, darf man von einem Halbfinale mal träumen, diese Saison? Also wenn man in der Playoff ist, dann will man... In der Playoff ist es realistisch. Realistisch, Biel wird Aussenseiter sein in der Playoff. Sie bleiben jetzt vielleicht auf dem dritten Rang. Also nicht so schlecht ist für Biel. Nein, aber sie sind sicher Aussenseiterin hinsichtlich dann auf Championship, also hinsichtlich Meistertitel. Und das ist einfach die Wahrscheinlichkeitsberechnung, dass dann wahrscheinlich also die, nicht. Ich muss schon sagen, die Playoff, die sind sicher, weil es hat so viele Teams hingen noch. Die rutschen nicht aber bis auf den 9. Platz. Also, da müsste viel passieren, aber die Kuh ist noch nicht vom Eis. Aber dumm gelaufen ist zum Beispiel auch, wenn wir schon Lugano ansprechen, ist so beim HC Lugano aus den letzten 14 Partien Nummer 5 gewonnen, vom sicheren 2. Platz ins Mittelfeld abgefallen. Der Damian Brunner ist zurückgekommen. Was ist jetzt eben dort los, in diesem Lugano? Ich habe diese Woche übrigens mal das Logo gesehen, wo anstatt Hockeyknebel gekreuzt sind, zwei Palmen gekreuzt sind und Sonnenbrille und so. Ja, das sind die Vorurteile, die man sieht. Und also in Lugano habe ich tatsächlich das Gefühl, dass etwas nicht gut ist. Weil die Brunner-Story und was man so gehört, eben, dass die Mannschaft irgendwie so die Kabine ein bisschen verloren hat, der Trainer. Dass einige aufmotzen. Das heisst zwar, in Lugano sind immer Trainer schuld oder immer Spieler bestimmen, wenn der Trainer ist. Obwohl das immer auch völlig komplett andere Mannschaften sind. Also, Formkurve. Ja, also bei Lugano ist eigentlich ein Schulbeispiel für eine Mannschaft, wo die Spieler zu viel Macht haben. Und zwar über Jahre raus, wo die Spieler einfach wissen, sie sind im längeren Hebel und man kann dem auch sagen, uncoachable. Aber wenn wir jetzt die Geschichte nehmen vom Brunner, ist das etwas, das im Hockey-Business nicht der Alltag, der regelmäßig vorkommt, dass es halt mal Zoff gibt, dass es Reibereien gibt, aber dass ein Spieler einen Trainer kragen will und auch als Hurensohn betitelt ist, kommt das einfach ab und zu mal vor? Das glaube ich nicht, in diesem Ausmaß nicht. Das ist schon ein extremes Beispiel. Also das ist... Wortgefecht ist wahrscheinlich nein, das Gegenteil. Nein, aber das ist eigentlich das beste Beispiel, dass sich eben die Spieler zu viel aussehen in Lugano. Also stell dir vor, der Rufen 18 in Bern, am Kari, Son of a Bitch, und zwar vor der versammelten Mannschaft. Er spielt nie mehr. Was spielt nie mehr, oder? Also wenn ein Spieler sich schon das rausnimmt, das zeigt, dass der Trainer keine Autorität hat. Und ihm einen Schläge androht, oder? Also das gibt es nicht. Das kann vielleicht der Ovechkin einmal machen. Darum glaube ich eben, dass der Trainer drauf und dran ist, die Kabine zu verlieren. Und das ist immer ganz schlecht. Und darum bin ich besorgt in Lugano hinsichtlich der Zukunft des Coach. Was macht er für einen Job, der Ireland? Ja, der Ireland ist eigentlich ein gescheiter Opportunist und hat es jetzt relativ lang geschafft, indem er seine Stare nicht angerührt hat, dass er so ein bisschen eine Balance hergebracht hat und sie frei ein bisschen performt haben und sie gut durch den Herbst gekommen, aber jetzt, wo wahrscheinlich der Widerstand alles ein bisschen grösser wird, ein bisschen mehr Alltag, ein bisschen, hat er schon Probleme, oder? Also, er ist ein kleiner Trainer, der Ireland ist ein kleiner Trainer. Welchen Rückhalt hat er denn vor Montegazza, vor Vicky? Ja, nein, Lugano ist man natürlich heute so weit, dass man nicht jetzt einfach gerne den Trainer über Bord wirft. Obwohl die durchschnittliche Amtszeit vom Lugano-Trainer seit dem letzten Titel von 2006 ist 8 Monate. Ja. So etwa wie eine Schwangerschaft. Also, ja. Ein bisschen weniger, ja. Jetzt ist sie die abgelaufen, halt die Zeit hier beim Ireland. Wo dann der nächste kleine Trainer kommt? Ja, sie sollte halt mal einen grossen holen. Wie bei ihm? Noch wieder Cariallo. Also ich glaube, Anfang Saison habe ich mal in einer Sendung prophezeit, dass ich dann in Lugano Ende Saison den Pelto und dann mit dem Numelin als Assistent Trainer wird sein. Jetzt ist halt Lausanne Lugano ein bisschen zuvor gekommen. Jetzt können wir auch sagen,
das, was mit dem Trainer, mit dem Brunner passiert ist, es könnte ja vielleicht auch wachrütteln. Es könnte ja vielleicht auch mal etwas passieren. Hat es wegen dem gemacht? Ja, aber nicht. Es gibt die berühmten Wutausbrüche in der Kabine. Es gibt berühmte Beispiel von Phil Esposito, der, glaube ich, ausgerastet ist während dem ersten Summit Series 1972, wo so Brandrede in der Kabine. Das ist gut. Aber es darf doch nicht ein emotionaler Ausbruch gegen Trainer sein. Das geht nicht. Ausbruch in der Kabine, mal das Mobiliar zusammenschlagen, das ist gut. Aber nicht die Autorität des Trainers, indem du dem sagst, Son of a bitch. Ja, oder das Beispiel von Hiller. Wobei, der Brunner hat noch präzisiert. Du meinst den Hiller, der den Knebel am Goal zertrümmert. Durchaus kann aufrücken. Wobei, der Brunner hat ihm nicht Hurensohn gesagt, sondern Nuttensohn. Wir wollen das noch präsentieren. Gut, also Das ist ein Riesenunterschied. So, wenn wir schon bei den Luganesi sind, Hockeyspieler können sie nicht immer gleich gut, ob sie auch zeichnen können und raten, was der Teamkollege zeichnet. Das finden wir jetzt aus der Draw Challenge. The Draw Challenge. Komm ein bisschen. Ja. Schere. Das Taste. Zwei. Kaffee. Wolken, Regen, Tröpfel. Schneetröpfel. Oh, Schnee. Eine Hand. Wo kommt sie hin? Herr Brügel. Einfach! Ruhe! Leere. Au! Lachbar! Ja, komm, wenn ich das schaffe. Das Glas, das Weinglas. Lachbar! The Draw Challenge. Pure sports, pure entertainment. Beat, ist das nicht gesponsert? Ihr Instinkt ist FreeBWin bares Geld wert. Jetzt gratis anmelden, auf die Spiele der Super League tippen und 5000 Franken gewinnen. FreeBWin. Erleben Sie Konzerte, Musicals, Zirkus und vieles mehr. Tickets mit bis zu 50% Rabatt. Nur auf Raiffeisen.ch.
Thursday on SportleHD.com. Ja, also bei den vielen Jahren hast du immer so aufs halbe Feld gespielt, aber in der Breite. Und dann ja, wir haben von der Mittellinie schon Goal bekommen. Und das hat mich einfach aufgeregt. Und dann habe ich gesagt, hey, weißt du was, Trainer, gib mir mal die Händchen. Ich gehe mal ins Goal und probiere es mal. Ja, verlieren tun wir so oder so. Und jetzt schauen wir mal. Soccer Inside, presented by Raiffeisen. Every Thursday at 12:15 on We Love Football and SportleHD.com. Pure sports, pure entertainment. This is Sportle HD. Willkommen zurück bei der Hockey Week mit dem Chronist, mit dem Klaus Zogo, mit dem Manager-Scout und Chef-Scout von EHC Biel, mit dem Thomas Rost. Wir reden über ZSC Lions. Der Hans Kosmann ist immer noch irgendwo im Stau, irgendwo unterwegs. Wir hoffen, er schafft es noch zu uns in die Sendung. Ja, wir haben gelesen, dass der Kosmann auf Vancouver Island ein altes Haus renovieren wollte und hat gedacht, jetzt habe ich da ein bisschen Abstand, weiss nicht, ob überhaupt vom Trainerjob. Und er läutet das Telefon. Der wird wahrscheinlich auch gestaunet haben, Thomas oder Leuenberger gesagt, komm auf Zürich. Ja. Ich glaube, seit 1995 hat er einen ununterbrochenen Job gehabt. Mhm. Und ich glaube schon, dass er gestaunet hat, weil also das ausgerechnet gerade Zürich angerufen hat. Ja. Wie ist das, wenn man sagt, wir haben einen Mal bis Ende Saison? Wie geht es einem hinter den Job? Und du weißt, der Nachfolger ist schon bestimmt. Also er hat ja gar keine Chance, mit guter Bütz zu bleiben. Nicht zu bleiben, aber er kann sich natürlich ins Gespräch bringen. Wenn er jetzt mit Zürich Meister wird, dann wird er nachher ein sehr gutes Angebot haben von verschiedenen Teams aus verschiedenen Ligen. Da bin ich überzeugt. Und das, von dort her gesehen, wird er das sicher positiv anschauen und nicht negativ. Es ist eine Chance für ihn, auch mal zu zeigen, noch, weil er bis jetzt eher tendenziell eher kleinere Teams hatte als Chefcoach, vor allem Ambri, auch zu zeigen, dass er mit einer auf dem Papier gut besetzten Mannschaft. Also, da sieht man seinen Werdegang, den er gemacht hat. Als Assistenz angefangen, natürlich bei Max Orli. Dann von Bern ist er weg und hat aber den Cheftrainerpost übernommen. Also, das ist eigentlich optimale Ausgangslage. Du kannst dann einfach so machen, wie du willst. Du musst gar keine Rücksichten nehmen, keine politischen Rücksichten. Du kannst die Star anpassen, wie du willst. Du weißt, Endsaison ist fertig. Das ist beim Lars Leuenberger übrigens auch so gesehen, Bern, was hat mit einem Meistertitel geändert. Er kann alles dafür machen, in dieser Saison Erfolg zu haben, was später kommt, muss ihn nicht interessieren. Ja, das war natürlich eigentlich immer die Einstellung vom Coach. Ist es aber nicht immer, natürlich. Was ist er für ein Typ? Seit dem ominösen Video aus der Freiburg-Kabine oder was, innerhalb von ein paar Sekunden 40 Mal hat das Wort mit F gesagt. Als Assistent haben wir so das Gefühl gehabt, dass der ruhige Paul hinter Max Orli oder hinter dem Eurospan, dass der so explodieren kann. Das ist dann so ein bisschen neu. Ich kenne ihn als Typ nicht. Ich glaube, da kann der Klaus mehr sagen. Du musst vielleicht ein Beispiel von musikalisch nehmen. Es gibt Trainer, dass sie Pianisten oder sogar spielen sie Violine. Wie ich. Wie du. Ja. Ah, du hast Violine gespielt früher. Ja, erfolgreich. Und hervorragend. Der Hans ist einer, den du musst vorstellen, wie Status Quo. Der macht seine ganze Musik mit drei Handgriffen. Und zwar gerade aber, oder? Und das ist einer Oldschool. Handwerk. Oldschool, ja. Wo einfach das, was er will, durchsetzt. Oder? Und in einfachen Worten den Spieler näher bringt. Aber interessant ist doch, dass jetzt, wenn er so ist, wie du beschreibst, dann ist er so ziemlich 180 Grad das Gegenteil von Hans Walsson. Mhm. Ja, da haben wir jetzt zwei. Und jetzt schauen wir die Performance an. Gut, das ist jetzt noch Small Sample Size, noch nicht sehr viel Spiel. Aber eigentlich performen die genau gleich wie vorher. Sie gewinnen gegen Bern wie unter dem Walsson, sie verlieren gegen die Kleinen wie unter dem Walsson. Du kannst jetzt aus der Erkenntnis gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, Zürich wird immer mehr wie Lugano, einfach ohne Palmen. Uncoachable, was sie gerne wie mehr zu diesem Schluss kommen. Es hilft ihnen sicher nicht, dass sie so viele gestandene Spieler haben, die inzwischen gemerkt haben, sie können machen, was sie wollen, sie haben ihren Platz. Oder es ist einfach so, weil der Hans jetzt noch zu wenig lang da ist. Und dann wollen wir noch ein bisschen Ausrede bringen. Wir wollen nicht beurteilen, wie der Mal Robert Nielsen wieder voll spielt. Ja. Wobei,
die Ausrede für mich eigentlich ein bisschen fadenscheinig ist, weil Bern hat zeitweise ohne die ganze erste Linie gespielt. Aber es müsste nicht da bin ich völlig anderer Meinung. Und da, wenn ich das ja, darf sagen, wenn bei Bern die erste Linie fehlt, dann sind das zum grossen Teil auch die Ausländer. Die Ausländer kannst du immer ersetzen durch einen vierten oder fünften, durch einen fünften Ausländer. Und wenn in Bern Ebert ausfällt, dann kommt irgendwie der Noro oder sonst irgendeiner. Wenn der Nilsson ausfällt oder der Sprunger in Fribourg, den kannst du nicht ersetzen. Schau mal an, was in Zürich passiert ist, seit der Nilsson verletzt ist. Ja, in den Playoff. Jetzt muss ich aber widersprechen, die erste Linie von Bern ist nur ein Ausländer. Ja, aber dann Rüffenacht und der Moser sind zwei Schweizer. Also das sieht man, das passt alles ein bisschen zur Luganisierung. Schau doch Bern jetzt an, die sind ohne Rüffenacht und Moser, das tut ihnen weh. Das merkt man, die sind nicht mehr ganz so souverän, nicht mehr ganz so gut. Ja, aber noch mit jetzt, die verletzt sind. Ja, natürlich, weil sie vorhin einen riesen Vorsprung hatten. Aber jetzt in den letzten paar Partien haben sie Mühe. Der Moser fehlt brutal also in Bern und der Rüffenacht. Ich bin der Ausländer kannst du ersetzen. Dass Zürich vielleicht nicht ganz die gleiche Mannschaft ist, wenn der Nilsson nicht spielt. Nur kann es ja nicht sein, dass eine von der reichsten Organisationen außerhalb von KHL und NHL von einem Spieler derart abhängig ist. Dann wäre das ganze Transferkonzept falsch. Aber Klöser, du sagst, sie spielen genau gleich wie unter einem anderen Hans, unter einem Malzon. Der Kossmann, bin ich der Meinung, hat schon bei einem oder zwei Amtsantritten gesagt, man muss nicht viel wechseln, sondern man muss die Pferde einfach laufen lassen. Das ist auch, das ist relativ smart, wenn er das so macht und auch gesagt hat. Weil das ist für mich auch immer ein gutes Zeichen von einem Trainer. Wenn ein neuer Trainer kommt und alles ändert, was war, das ist immer eben kein gutes Zeichen, sondern ein smarter Trainer kommt und schaut, was funktioniert in dieser Mannschaft und probiert das, was funktioniert, beizupassen. Aber es funktioniert nur nicht aus, wenn man den Trainer wechseln muss. Natürlich. Eben. Also müsst ihr etwas ändern? Oder also natürlich wird er ändern. Also, ja, natürlich, er muss aber nicht alles ändern. Mhm. Wobei, sie haben schon, also ich habe den ersten Match gerade gesehen, wo sie, nicht der zweite, wo sie kam, wo ist. Also der erste Meisterschaft, der zweite insgesamt, sie haben noch Zarosa gespielt. Du hast schon das Gefühl gehabt, dort am Anfang, dass sie anders auftreten sind. Also dass sie geradliniger aus dem Ball sind. Das absolut. Ich rede ja jetzt nur von den Fakten vom Erfolg. Der Erfolg ist ungefähr gleich. Das fällt mir auf. Eben, dass wieder gegen die Grossen, gegen Bern gut performen und gegen die Kleinen haben sie Mühe. Das war unter dem Waldson schon gewesen. Obwohl sie ein komplett anderes Trainerduo haben. Wir haben ja einen Assistenztrainer, der auch sehr pointiert ist. Noch mehr fast wieder das genau. Und die Resultate sind einfach sehr ähnlich. Das finde ich faszinierend. Kann ein Grund sein, der hier, der Medical Report, wenn man darauf schaut, dass aktuell sind 9 Spieler, die fehlen. Das ist so, hundertprozentig. Und der Nilsson zählt eben doppelt, wenn nicht dreifach. Das tut der Mannschaft weh. Bei Nilsson ist einfach so, wo der Nilsson noch gespielt hat, mit dem Pius Sutter, dem Nilsson und dem Freddy Pettersson. Das ist die absolut geilste Linie in der ganzen Liga. Die hat die Liga gerockt, das ist die gefährlichste Linie. Ohne die fehlt einfach wirklich ganz ein wesentliches Element bei Zürich. Und offen, man weiss nicht, man hat echt keinen Plan, wenn der Nilsson wieder zurückkommt. Also diverse Spieler, die offen sind. Er greift auf GZK-Spieler zurück. Hat das der Wahnsinn noch gemacht? Hätte er wahrscheinlich müssen. Wenn das Material ausgeht. In dieser Situation jetzt. Natürlich, er hat es ja auch gemacht. Er hat einfach denen wenig Eiszeit gegeben. Also, das kann man schon kritisieren. Aber manchmal gibt es auch Gründe, wieso ein Spieler wenig Eiszeit hat. Weil er vielleicht einfach ein bisschen weniger gut ist als einer, der mehr Eiszeit hat. Wie gesagt, also die Verletzungsausrede, passt mir einfach nicht. Das haben auch Mannschaften. Das hat Bern noch gehabt, das hat lange noch, das haben alle. Schau doch Fribourg. Fribourg, erste oder zweite oder dritte am Anfang. Der Sprunger fällt aus, sie brechen zusammen. Das ist ganz ein ähnlicher Fall. Der Sprunger in Fribourg und der Nilsson in Zürich, die sind ganz, ganz wichtig. Die sind viel wichtiger für den Erfolg, als wer an der Bande steht. Ja, aber Fribourg und Zürich kannst du insofern nicht ganz vergleichen, weil Zürich hat ganz eine andere Breite in der Organisation oder Fribourg. Die ist ein ganzes Farmteam. Also, ja, wenn die Strategie richtig ist. Aber die Breite, die sagt nichts über die Qualität der Breite. Ja, aber dann macht man in Zürich grundsätzlich etwas falsch, wenn man solche Breite aufstellt und am Schluss Qualität nicht herbringt. Dann sind wir dann dort. Aber es kann nicht sein, dass die Mannschaft, die am meisten Geld ausgibt für ein Farmteam auch noch, einfach nachwegen, ein, zwei Verletzungen, die Ausrede hat,
Wir sind wegen ja, aber gut, das ein geht Form, nicht auf. Ein Formteamspieler ist ja aus einem Grund ein Formteamspieler. Und nicht bei der Line. Also wenn der Crosby ausfällt in Pittsburgh und dann holen sie irgendeinen aus dem Formteam, dann wird das auch nicht, kannst auch nicht erwarten, dass der Crosby oder der Malkin können ersetzen. Ja, das, aber gut, der Nilsson und nicht. Der Crosby sind schon noch ganz... schon noch ein bisschen unterschiedlich. Ja, aber die Liga, unsere Liga und die NHL ist auch noch ein Unterschied. Das ist richtig. Unterschied. Sind wir uns einig? Nein, wir sind nicht einig. Einer, der auch verletzt ist, der Karre, den wollen wir jetzt sehen, zusammen mit seinem Teamkollegen. Und wir wollen mit dem Künstler und wir wollen herausfinden, wer kennt eigentlich andere Spieler von der Liga. Das müssen nicht Spieler sein von der gleichen Mannschaft. Das können natürlich auch Konkurrenten sein. Da machen wir auch immer mit. Ihr seid natürlich auch von den Bildschirmen dazu eingeladen. Bilder, die sich langsam entschlüsseln. Mal schauen, wie die Herren KK, wie die so die anderen Spieler und Mitspieler und Konkurrenten erkennen. Und wie schnell. Guess who? Hallo zusammen, ich bin der Roger Karl von der ZSC Lions und ich fordere den Mike Könzli raus im Guess Who. Ich glaube, heute gewinne ich gegen ihn. Ich bin Mike Könzli von der ZSC Lions und bin vom Roger Karl für das Guess Who herausgefordert worden. Aber ich glaube, er hat keine Chance. Steven Stamkos. Taylor Richard. Kevin Grossmann. Enzo Corvi. Keine Ahnung. Taylor Hall. Greg Ireland. John Gordon. Matthias Bibel. Roman Wick. Schimek. Guess who? So small. Mir denkt der Schimek gleich im Stony von Biel. Wenn er einen Bart hat. Ja, ist jetzt ein bisschen. Gut. Das ist jetzt. Wird im Stony nicht ganz gerecht. Wir bleiben thematisch bei der ZSC Lions. Die beiden Herren, der Thomas Rost und der Klöser Zog, sind sich nicht immer einig. Seid ihr euch einig, wenn man beim ZSC immer wieder die Thematik liest, die fehlende Energie? Was läuft denn da falsch? Die Vorbereitung im Sommer? Nein, das ist jetzt für mich eine Ausrede. Also das kann man auch irgendwie nicht richtig greifen oder richtig. Gut, das ist etwas. Fehlende Energie. Was ist es? Fehlende Energie. Ja, und da eine Mannschaft besteht auch wieder aus 25 Spielern und da hat sicher vielleicht der eine oder andere, der vielleicht ein bisschen weniger Energie hat und der andere hat mehr. Wobei das ja schon das Thema ist, aber das kannst du als Laie nicht beurteilen. Aber es kann schon sein, dass sie einzelne zu sich ein bisschen gnädiger sind in der Offseason, oder? Also wenn du heute selbst bei uns in der Nationalliga anwählst, top sein, dann musst du 365 Tage im Jahr musst du Profi sein. Das ist so und eben das können wir kaum beurteilen. Und was man sicher nicht machen sollte, ist, dass man den Spielern erlaubt, individuell Sommertraining zu machen. Das hat man sehr lange dazu geneigt, aber das geht nicht. Das geht nicht. Ist gegangen bei funktioniert Max das in der Schweiz nicht? Bei Martin Plus, aber sonst funktioniert es nicht. Auf höchster Ebene ist das A und das O vom Sommertraining. Weil aber was sie machen, zu wenig diszipliniert sind. Jeder braucht ein anderes Sommertraining. Ja, aber das ist eben,
Wenn du gute Staff hast, dann tut jeder für jeden Spieler das ausarbeiten und geht auf das ein. Aber das meine ich. Du musst sie immer herpfeifen zum Sommertraining. Du kannst Juli, du musst sich das selber überwachen und kontrollieren. Das ist völlig klar. Das ist das leninistische aber Prinzip. Kontrolle ist besser. Aber vielleicht noch etwas zu der Energie, was ganz interessant ist, wenn man so in der Vergangenheit auch ein bisschen wühlt und schaut. Wenn jetzt die verletzten Spieler bei Zürich zufälligerweise genau auf Playoff zurückkommen, dann garantiere ich euch, dann hat Zürich sehr viel mehr Energie als alle anderen Mannschaften. Das sieht man sehr oft, dass Spieler, die in der Regular Season verletzt waren, viel besser performen in den Playoffs, als solche, die ganze Regular Season vielleicht durchgespielt haben und dann erste Müdigkeitserscheinungen haben. Da bin ich einverstanden, ja. Das würde ich für den Nielsen zutreffen. Genau. Da können wir uns dann verneigen und dann sagen, jawohl, der hat es ausgemacht. Genau. Das ist die Differenz. Nielsen ist Stichwort, da wollen wir daran anknüpfen, machen schnell eine kurze Pause und sind weiterhin guter Dinge. Wir schauen auf die Uhr. Ja, er hat noch 25 Minuten Zeit reinzuschneiden. Der Hans Kossmann von der ZSL1 lost in Zürich. Wir sind voller Hoffnung, dass er noch auftaucht bei uns. Bis dann. Pure Sports, pure Entertainment. This is Sportle HD. Tuesday on SportleHD.com. Wenn ich gesund bleibe und alles gut läuft, dann sieht es sicher gut aus. Aber Hand umgekehrt, Skicross kann alles passieren. Du kannst der Top-Favorit am Start sein und es kann in der ersten Runde schon vorbei sein. Also von dem her darfst du dich nicht auf das zurücklehnen. The News Center, one-on-one, on Tuesdays at 12:15 on SportleHD.com. Ihr Instinkt ist Freebie Win bares Geld wert. Jetzt gratis anmelden, auf die Spiele der Super League tippen und 5000 Franken gewinnen. Freebie Win. Schatz, ich glaube, wir sollten wieder mal schief. Pure Entertainment. Wir sind zurück in der Hockey Week mit dem Klaus Zog und mit dem Thomas Rost. Der hat jetzt der Robert Nielsen schon so ein bisschen, besprochen, dass er schon über den Monat jetzt der Mannschaft fehlt, dass er nicht ersetzlich ist. Man kann den nicht ersetzen mit einem anderen, der so ein herausragender Spieler ist. Was hat der Spieler alles an sich, dass er nicht nur die Mannschaft, sondern auch die Mitspieler besser macht? Er ist ein sensationeller Spielmacher und vor allem im Powerplay sehr wichtig und hat super Hände. Eigentlich der Robert Nielsen müsste in der NHL spielen, von seinem Talent her. Und da muss er selber beantworten, wieso er das nicht. Das hätte ich dir auch fragen. Warum ist es nicht? Also der Robert Nielsen ist neu durch auch. Er ist ein bisschen wie der Vater, das schimmert ein bisschen durch. Genau. Er hat ein wunderbares Leben in Zürich. Genau. Und warum sollen wir diesen 80 Quali-Matchen und kreuz und quer über den Kontinent, wenn hier in Zürich wunderbares Leben haben? Ja, aber hey, zu sich selber. Aber da redest du nicht von irgendeiner Operettenliga, wenn ich das zitieren darf. Da redest du von der besten Liga der Welt. Du kannst doch nicht die Einstellung haben, jetzt habe ich hier ein schönes Leben. Doch, eben. Er war ja dort und hat nicht ganz so
perfekt performt, dass er da irgendeine Starrolle oder so hat. Er hätte ein bisschen beißen und das hat er dann offensichtlich nicht wollen. Er hat dann auch Probleme mit Hirnerschütterungen. Und dass er viel verletzt ist, das ist nicht nur Pech, das muss man auch sagen, weil das ist eine Schwäche von ihm. Er ist verletzungsanfällig. Er ist zu zerbrechen. Mhm. Also, es gibt ein wunderbares Quote vom Vater, Kent Nielsen, den ich über alles schätze, der ihn ist. Nachdem er ein Match gespielt hat in der NHL, hat er, glaube ich, 4 oder 5 Assists gemacht. Und dann hat der Reporter gesagt, ja, aber heute hätte er sogar 8 Assists können oder 8 Punkte gemacht. Er hat gesagt, geht es noch, 8 Punkte machen? Weißt du, was nachher der Maßstab ist für mich? Mhm. Das längt 4. Ja, das ist Nilsson, ja. Mentalität. Das ist Familie. Ja. Sympathisch, aber halt. Aber wenn du die Einstellung hast und nicht in der NHL bist du gestartet, der stresst dich auch nicht so, dass du es nicht hast geschafft. Nein, das stresst dich überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, der ist mega, mega happy. Und stell dir mal vor, wie manche andere Spieler würden alles dafür tun, die Skills zu haben, die er hat. Mhm. Und der hat so, muss nichts dafür machen. Ja, also er hat nicht. Nein, der hat natürlich. Aber eben, ich komme wieder, ich tue mich wiederholen, oder? Genau darum geht die Ausrede nicht, dass die Mannschaft nicht läuft oder Nielsen nicht spielt. Es ist ja nicht der Energiespieler wie der Pettersson oder ist nicht ein Leitwolf, wo durchbricht und mit seinen Füßen. Nein, aber er verkörpert genau das, was man Zürich immer vorwirft, was gar nicht stimmt, meiner Meinung nach, dass sie so viel Skills haben, so viel Talent haben. Das haben sie gar nicht, wenn der Nilsson fällt. Der Gunti haben sie abgegeben, der Nilsson fällt. So viele Skills haben die gar nicht mehr. Die haben vielleicht noch den Wick, der aber auf dem absteigenden Ast ist. Dann muss ich studieren, wer da super Hand und super Skills hat. Dann haben sie Energiespieler, dann haben sie den Baltisberger, dann haben sie den Smarty Pius Suter, dann haben sie den Brecher mit dem Künzle. Die haben den Scheppi, das sind eher so Dritt-Viertlinien-Spieler, klassisch. Die haben gar nicht so viel Talent. Was heisst das für Sven Leuenberger? Die Analyse, die ihr jetzt hier macht? Dass er wahrscheinlich im Laufe der nächsten Saison Krach wird haben mit dem Peter Zahner. Wo er sagt, hey. Ich glaube, es ist Sven Leuenberger. Wir müssen das Brickett nachschieben. Sven Leuenberger ist schon etwas wie soll ich sagen, wie der Glenn Seider von unserer Liga, wo er selber sehr wenig gecoacht hat. Sven Leuenberger ist sehr ein smarter Typ, der sehr gut Probleme erkennt, der sehr genau weiß, was man machen muss. Und mit er wird wissen, wie er die Mannschaft umbauen müsste, aber dann wird er wahrscheinlich aber zu mit dem Peter Zehner zusammenstossen. Er hat sie ja für die nächste Saison schon hochkarätig aufgerüstet mit dem Hollenstein und dem von Bern, Bodemann. Das sind schon recht hochkarätige Transfer. Was ist denn dem Gerücht Genoni dran? Das ist doch nicht das Gerücht. Der Genoni hat einen Vertrag, der Ende nächste Saison ausläuft. Jetzt kannst du einen Hammer ins Publikum rausschießen und jeder sagt, ja, die Frage, das ist Genoni. Also, das ist doch kein Gerücht, das ist eine Tatsache. Dass Zürich einen Goalie braucht und der Genoni wird fragen. Das ist nicht ein Gerücht, das ist eine Tatsache. Da gebe ich dir ausnahmsweise 100% Recht. Was mich total irritiert. Das sehe ich genau. Jetzt müsste mir nicht aus dem Konzept bringen. Irritiert mich und auch. Wenn ich der Agent wäre vom Genoni, würde ich als wäre ich der Erste, der für meinen Spieler in der Schweiz 1 Million Jahresgehalt rausholt. Weil Zürich wird das zahlen. Und es ist wahrscheinlich gar nicht so unruhig. Und wenn sie das würden zahlen, würden sie einen Fehler machen. Aber sie so gut, dass der Genoni ist. Dann musst du einfach die Nerven haben, weil sie werden so verzweifelt sein, Zürich, Ende der nächsten Saison. Weil sie keine Goalie haben. Und genau wissen, wir müssen Goalie haben. Dann kann der Leo Genoni sagen, gut, 3 Jahre. Eine Kiste. 3 Millionen. Steuerdeal, der zahlt auch noch meine Steuern. Ich brauche noch das und das und das. Gutes dazu. Und dann wird der Leo Genoni der bestzahlte Schweizer Nationalligaspieler aller Zeiten. Und wenn dann Sven Leuenberger smart ist, gibt er ihm die Hand und gratuliert ihm, dass er das irgendwann mit anders überkommt. Ja, pass auf, Bern. Bin gespannt. Bern weiss ja auch, dass sie ein Problem haben ohne den Leo. Drum, das ist jetzt eine Situation. Es gibt ganz selten Spieler, die pokern können, weil die Liga ist zu klein. Und der kann. Aber wenn ich in Bern Nummer 1 Goalie bin und Zürich will mich als Nummer 1 Goalie, dann kann ich pokern. Ja, wenn ich in Biel Nummer 1 bin und Bern will mich, dann will ich nicht pokern. 1 Million darfst du nicht zahlen für einen Goalie. Bleiben wir bei den Goalies.
Der Schlegel, der eine tolle Saison gespielt hat, WM-Debüt gespielt. Ein Flühler, der zurückkommt, der ähnliche Werte hat im Moment wie ein Cennoni. Wie geht es jetzt dort weiter? Wer wird der Kosmann für die Playoff als Nummer 1 haben? Das ist klar, der Flühler, wenn er gesungen ist. Das ist die Frage. Also, das ist Tagesgeschäft. Und wenn der Flühler gesund ist und so performt wie jetzt gerade aktuell in der jüngsten Zeit, dann ist der Flühler wahrscheinlich Nummer 1. Aber das tut man von Woche zu Woche entscheiden. Auch nach Absprache mit dem Goalie-Trainer, der sehr genau sieht, wer ist heiß und wer ist ein bisschen weniger gut. Der Kosmann muss jetzt aber da auf vereinspolitische Sachen, auf Verträge auslaufen beim Schlägleben, nicht überhaupt nicht Rücksicht nehmen. Müsste jetzt das nicht. Das ist gut. Also. Das ist eben perfekt für ihn. He? Ja, ich glaube, das macht kaum einen Trainer. Oh, du ja, weil du den Job halten schon. Es gibt schon solche, die politisch gehen. Also in den Playoff. Ja, nein, in den Playoff. Jeder Trainer nicht. So. Ja. Also, oder Schlägel auf Bern oder Cennoni auf Zürich? Zum ja, Bern will doch nicht. Hey, Bern ist die der Club in der Schweiz, der die grössten und besten Goalie hat. Vom Kiener über den Jäcki, über den Tosio. Grubauer hast du vergessen, Moment. Der Redi, dann war er aber schon nicht mehr so gut, gewesen, wie es lange noch hing. Aber item, das musst du natürlich jetzt hier nicht sagen. Nicht den Schlägel holen. Also, das kannst du vergessen. Die werden. Genau. Ja, es wird sehr interessant sein, weil uns gehen die grossen Goalien aus. Wer würde... Und gerade darum muss ich sagen, ja, eben, muss der Leo Million machen, weil es gibt ja gar keine grossen Schweizer Goalien mehr. Ja, die Frage ist, braucht es das? In meiner These ist noch immer, du brauchst einen soliden, durchschnittlichen Goalie, dann kannst du Meister werden. Nein. Es brauchst nicht zwingend einen super Goalie. Ich hätte auch gerne einen super Goalie, aber eine Million würde ich nie zahlen für einen Goalie. Oh, wenn es einer ist, der mich zum Meistertitel machen kann. Weil die Million habe ich gratis, wenn ich meine in der vierten Linie auch noch etwas weniger gebe. Wenn ich geschickt verhandle. Ja, die Frage ist, was bringt ein sehr guter Goalie gegenüber einem durchschnittlichen, soliden Goalie? Ein Meistertitel. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist sind in der Regular Season ein oder zwei Punkte mehr. Aber in den Playoff macht er den Goalie-Differenz. Ja, aber in den Playoff kann ein super Goalie. Katastrophale Leistung abliefern. Nein, wenn er eben super gut ist. Was zahlt er im Hiller? Was zahlt bei ihm Hiller? Viel, wahrscheinlich. Viel? Ich weiß es nicht. Das interessiert mich nicht. Ich wusste, dass du das sagst. Aber weil der Hiller hat gar keine Alternative gehabt. Aber schau jetzt mal, der beste Goalie der Welt, der Carey Price, der hat in den ersten paar Wochen, den ersten glaube 15, 20 Spielen, katastrophale Leistung abgeliefert im Verhältnis zu seinem Potenzial. Und an einer WM, das haben wir vorhin einmal noch diskutiert, das geht zwei Wochen, Playoff gehen auch zwei oder drei Wochen. Da kann ein No-Name-Goalie über sich herauswachsen und eine Meisterschaft heimbringen. Weil er irgendwie zwei, drei Wochen mega heiß ist, ja, und alles hat. Aber die No-Name-Goalies, die das Potenzial haben, ein Meister-Goalie zu werden, die haben wir nicht. Wenn wir zurückschauen, der Final Bern-Zug, da hat der Goalie vor allem auch gewonnen. Weil der Cennoni besser war. Aber es hat auch schon Playoffs gegeben, wo der Cennoni nicht ganz so gut performt hat, als er noch in Davos war. Hat es auch schon gegeben. Und das weiß nie, ob auch der Cennoni, auch wenn der Carey Price hast bei uns in den Ding, ob er in den Playoffs die Meisterschaft entscheidet. Nie, im Voraus. Wir werden es sehen, wo der Cennoni hergeht. Er wird dann wahrscheinlich früh genug Tendenzen sagen, wo es hergeht. Wir wollen bei der ZSC Lions bleiben, thematisch. Und zwar wollen wir euch immer wieder Spieler vorstellen. Und dazu haben wir eine Rubrik ins Leben gerufen. Ihr kennt sie natürlich. Sie heisst OnSpot. Ja, es waren zwei super Jahre. Ich denke, ich habe sehr genossen dort, als ich die zwei Jahre, als ich dort war. Am Anfang war es ein Kulturschock. Ich denke, ich bin dort 17, noch in der Jung. Bin über, da habe ich mich gerade verletzt. Das weiss ich noch, das war sehr her. Sechs Wochen war ich dort mit einem Kieferbruch verletzt. Weg von der Familie das erste Mal. Allein. Ja, in einer Gastfamilie. Ja, das Team nicht kennt. Und ja, am Anfang war es sehr her, aber ich habe mich dann mit der Zeit eingelebt. Und es waren zwei sehr coole Jahre. Man lernt sehr viel. Nicht nur im Hockey, sondern mehr fast. Man lernt sich selber kennen und man lernt vor allem auch die Schweiz schätzen, wie schön wir hier haben. Und ja, sehr, also ich würde es jedem Jungen empfehlen, weil es eine gute Erfahrung ist.
Ja, ich denke, im Sport sicher mal Schweizer Meister werden mit dem ZSC. Das ist ein sehr grosses Ziel. Dann sicher Nationalmannschaft. Ich konnte die letzten zwei Jahre mal ein bisschen schnuppern, durfte einfach mal mitgehen. Ja, das ist sicher ein Traum von mir, dass ich mal die Schweiz an einer WM oder sogar Olympia vertreten kann. Ich denke, das sind sicher Träume von mir. Und sonst, für nach der Karriere wollte ich sicher mal einen Job finden, wo mir gleich viel bedeutet wie es okay, wo ich wirklich mich dort sehe. Ich weiss jetzt noch nicht in welcher Richtung, aber das wird irgendwie sehen. Und natürlich Familie. Ich bin aufgewachsen in einer Grossfamilie. Ich will sicher gerne mal eine eigene Familie gründen. Wir haben über Planung geredet mit dem Klaus Zog und mit dem Thomas Rohr von der ZSC Lions. Du hast es gesehen bei den Bielern, die Playoff-Qualifikation ist noch nicht in trockenen Tüchern. Jetzt haben die Lions 9 Punkte Vorsprung auf den Strich. Was geht jetzt dort noch ab? Das ist auch noch in die trockenen Tücher. Auch die Lions müssen noch nach hinten schauen. Weil wenn da die Verletztenliste weiter anwächst. Ja, man muss es vielleicht mal umgekehrt anschauen. Wer müsste sie überholen? Das sind Lausanne-Langnau. Da sehen wir die Tabelle. Ja. Also, Lausanne-Langnau holen ZSC 1 nicht. Glaube ich auch nicht. Nein, die Wahrscheinlichkeit ist klein, aber es ist nicht aus. Kuh ist noch nicht auf Abemisch, wie du sagst, aber sie ist ein Stück, wo Kuh drauf steht. Und wenn die einigermaßen mental auf der Höhe sind, dann schaut man sowieso nicht nach hinten oder nach vorne, sondern schaut man auf das nächste Spiel und auf den nächsten Shift als Spieler und als Coach. Aber jetzt hat man immer gesagt, die Lions sind der erste Verfolger vom SCB. Was ist jetzt aus dem geworden? Das ist immer noch so. Also ist für mich immer noch die Lions und Bern sind für mich Meisterschaftsfavoriten. Und wenn ich müsste Geld wetten. Mit dem Hintergrund, wo du sagst, all die Verletzten, kommen wenn zurück. Die zurückkommen auf Playoff, der alle Achtung. Dann ist für mich Zürich ganz leichter Favorit gegen sogar. Bern. Ja. Sogar, so gerne will ich widersprechen. Aber da bin ich beide. Also ich sehe auch dass die Lions, die können. Ob sie jetzt 7. oder 8. oder 6. sind, die können Meister werden. Das muss man aufpassen. Ja. Weil das sind komplett andere Matchen, Bern gegen Zürich, wie Zürich gegen Bio oder Zürich gegen aber Vergangenheit komplett anders. Aber die Vergangenheit, die Jüngere, spricht jetzt nicht für die Lions bei dieser Aussage. Doch. Von wo aus ist der Bern Meister geworden? Ja, aber das ist Bern. Was hast du aber gesagt? Der grosse SCB. Der grosse SCB, aber es ist auch ein grosses Zürich. Ja, das sieht man jetzt heute beim Hans Kossmann. Ja. Zürich ist eben eine grosse Stadt und Bern eben eine kleine Stadt. Lost in Zürich. Also Hans Kossmann ist irgendwo in Zürich. Die Verbindung ist abgebrochen, weil wahrscheinlich der Akku hat den Geist aufgegeben. Also, wir werden alles daran setzen, dass wir den so schnell wie möglich in die Sendung überkommen. Die Zeit läuft uns langsam, aber sicher läuft uns die davon. Also heute wird es, so wie ich auf meinem Ohr höre, wird es nicht mehr schaffen. Was muss der Kossmann im Hinblick auf die Playoffs, was muss er noch herbringen? Konstanz, du sagst, man gewinnt gegen die Grossen, verliert aber gegen die Kleinen. Was ist so für euch das Wichtigste, was er muss herbringen? Ich glaube, er muss die Linienzusammensetzungen anbringen und sich vielleicht auch erinnern, eben, wenn alle wieder zurückkommen, dass sie eine ganz grossartige erste Linie hatten mit dem Nilsson, Pettersson und dem Pius Sutter. Das ist die grosse Hoffnung für Zürich. Ja, man muss einfach muss die Mannschaft zusammenbringen, muss den Groove herbringen. Mhm. Das ist machbar. Sonst haben sie ja auch schon zwei Palmen. Ja, die haben sie jetzt zwei Palmen. Ich schaue aber das Logo noch finden. Ich habe wahnsinnig gefreut, wo auch ein bisschen an dich denkt. Und ich das Lugano-Logo gesehen mit zwei gekreuzten Palmen und einer Sonnenbrille. Das ist wirklich etwas, wo Zürich muss aufpassen, dass sie nicht das Lugano vom Norden werden. Mhm. Und wenn wir bei Lugano sind, dann sind wir bei der Thematik Puckgame. The Puck Game. Die erste Frage ist nicht aus der Feder vom Klaus Zog, aber ich bin sicher, der Puck wird aufschnellen ohne Ende und grün zeigen. Die Frage, Behauptung ist, Lugano ist untrainierbar. Bio schafft der Playoff-Halbfinal. Schön. Der Hans Kossmann ist schon nächste Saison vielleicht bei unserer Sendung, aber noch viel mehr Erbanden von der National League. Irgendwo. Ein Nein und ein Ja. Und spontan kommen wir noch eine Sinn, der Cennoni ist 1 Million wert. Ja, das muss. Ja, schau, wie der Freude hat.
Das muss das Ziel sein von seinem Agent, von Erich Wüterich, wenn er das nicht herbekommt. Leo, wir haben schon fast alles erreicht, wir zwei. Etwas fehlt noch. Eine Kiste pro Jahr. Das Millionenlos bei Zürich. Nächstes Mal musst du mich fragen, ob ich eine Million wert bin. Das bist zweifellos. Ja. Du bist priceless. Genau. Und er hat nicht nur eine Million pro Jahr, sondern er ist 2020 wo? Ihr Hall of Fame als bestverdienendster Schweizer Spieler. Ja, dann machen wir dort noch Sponsoren von Julius Bär oder irgendwie. Oder von Walter Frey, oder keine Ahnung, oder? Also, wenn wir den Spielplan noch anschauen, so geht es weiter in der National League. Davos gegen Fribourg, Lausanne gegen Lugano, Tigers gegen Kloten und eben die Lions, die wir heute darüber geredet haben, über EHC Biel. Mal schauen, wem seine Serie das da weitergeht. Und so gegen Ambri Piotta. Kleus, wo gehst du auf Langnau? Weiss noch nicht. Weiss noch nicht. Gibt einen spontanen Entscheid. Gut. Bei dir, Thomas? Zürich-Biel. Du gehst Issy Sabien in Zürich. Genau. Schau, ob der Hans dort ist. Mal schauen, ob ich den Weg finde. Und sonst fragst du den Hans Kosmann. Also, er hat es nicht geschafft, der Trainer von der ZSC Lions. Wir hoffen, wir können in einem von der nächsten Sendungen da bei uns im Studio begrüßen. Du kannst sagen, wenn es Zürich auch ohne den Hans so gut herbringt wie wir zwei ohne den Hans, dann werden sie Schweizer Meister. Du Schelm. Also, merci vielmals für euer Interesse. Mehr von uns auf sportalhd.com. Kommen gut durch den Rest der Woche. Ciao zusammen. The Hockey Week.